Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Pokémon Schwarz Soul Link Challenge mit mir und Ginger. Hallo! Na? Wir haben unsere Pokémon trainiert. Oh yeah, haben wir das. Und dabei haben sich unter anderem hat sich Kadabra zu Simsala und Georok zu Geowatz weiterentwickelt. Jo. Bei dir war alles normal wieder, ne, wie vorher. Ich habe ein Machomai. Ach, stimmt. Stimmt, du hast jetzt ein Machomai. Genau, und muss ich habe ein Lucario. Ach, stimmt, ja, das gibt's auch noch. Das ist so cool. Ja, aber dazu muss ich jetzt sagen, wir haben ja die Regel aufgestellt, irgendwie, ja, Pokémon, die sich per Tausch entwickeln würden, Blau, entwickeln sich ab Level 36. Da habe ich irgendwie vergessen, das Häkchen reinzumachen. Ja. Und jetzt mussten wir das manuell machen, aber ich gehe jetzt mal auf Bericht und so, ihr könnt angucken. Hat sich im Endeffekt für euch nichts geändert. Es ist halt nur für uns halt mehr Arbeit und nope. Das ist halt scheiße gewesen, aber wir haben die ja trainiert und da hat sich entwickelt und ja. Genau. Ich mal alles durch. Wir haben das Team ein wenig umgestellt. Doch. Also ja. Onk von Ginger ist jetzt auf der Box. Genauso leider, wie Rockaiman, weil die ja nicht, weil das, der, das ja jetzt Level 40 war und das halt über Level Cap ist. Ja. Genau, deswegen haben wir stattdessen das Machomai Team mit, was ist das, mit was ist verbunden? Machomai? Ja. Mit Sandern, das hab genau. Ich jetzt. Ja. Kann Sandern eigentlich eine Gesteinsattacke? Nee, ne? Nee, es hat Schaufler. Immerhin. Genau. Machomai ist ja super gut für die Arena, weil hat eine relativ hohe Spezialverteidigung sogar, wegen Spezialverteidigung hoch und so. Und ja. Ich glaube nicht, dass du so viele Probleme hast. Du bist eigentlich relativ gut aufgestellt. Ja, mal schauen. Hast du nicht so viele Schwächen? Festgestellt, dass das Lucario nicht so sinnvoll ist für die Arena. Es war Kampf, Stahl. Aber der Spezialangriff ist halt massivst höher als der Angriff. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber ich habe ihm Finsteraura und Spukball per Herzschuppe beigebracht. Und Schwerttanz hat er gelernt. Und es kann halt Kraftwelle. Das heißt, ich könnte versuchen, mich zu setupen mit einem Schwerttanz und dann eine Kraftwelle quasi durchzusweepen. Aber mal gucken. Es trägt jetzt erstmal die Furchttafel, weil wir keine Kampfattackenverstärkung haben. Und der Expertengurt, den ich gefunden habe, ist auf Terrain. Ja. Bei mir trägt Satan die Feuchttafel. Ich weiß gar nicht, welche Attacken ich jetzt neu dazugepackt habe und welche ihr schon gesehen habt. Nee. Hab dem mal Target Deep beigebracht, weil es sich damit heilen kann. Ist, glaube ich, ganz nützlich. Und ich wollte eigentlich eine Feuertafel ihm geben, aber ja, ich habe keine gefunden. Und ihr seht schon, der Spezialangriff ist halt viel, viel höher als der Angriff. Und ich finde es so schade, dass wir nicht schon Flammenwurf haben. Das stimmt. Das wäre jetzt super geil gewesen. Roshi, das hat Rückkehr immer noch. Ihr wisst das ja. Ich habe noch nichts, womit ich das austauschen konnte. Aber ich glaube nicht, dass ich es benutzen werde. Eventuell, ich dachte, du hast Psyschock gelernt. Nee, das war Onk. Ach, das war Onk? Ja. Ach, Mief, ja gut. Na, mal schauen. Das werde ich wahrscheinlich nur im Notfall rein. Es ist halt ein Spezialangriffsmonster. Ich meine, wie viel hat es jetzt gerade? Entschuldigung, 123. Ja, also das ist Simsala mit einer Basis von 170 Spezialangriff ist halt mit dem richtigen EV-Training richtig krass gut. Ich finde es eigentlich auch ziemlich nice. Hallo. Ja. Aber trotzdem will ich es halt nur im Notfall benutzen. So, Silhouette trägt jetzt weiter den Beulenhelm und ich habe ihn im Mondschein beigebracht, durch dass wir jetzt auch eine verlässliche Recovery haben, was halt Silhouette eigentlich ziemlich OP macht, weil Einschläfern, Angriff senken, Beulenhelm schaden und Mondschein, es kann eigentlich nicht sterben. Ja, das klingt ziemlich gut. Außer irgendein Kampf-Pokémon kommt und one-hitted das halt. Ja, jetzt in der Eisarena. Na. Gut, okay. Ja. Apropos Eisarena, wollen wir da mal reingehen? Ich wollte noch mal kurz sagen, mein Plan ist wahrscheinlich in dieser Arena. Also ich werde wahrscheinlich mit diesen drei Pokémon hier kämpfen, halt nur Muten Roshi halt nur im Notfall. Mit Satan irgendwie durch. Und habe
überlegt, dass ich irgendwie auch Gisbert einmal benutzen werde mit Nahkampf. Ja, aber das ist halt extrem gefährlich, weil es natürlich sofort wegsterben würde bei irgendeiner Attacke. Also ist der Plan einfach Satan und dann mal gucken, was ich alles so schaffe. Und der Rest guckt zu. Ich hoffe, wir schaffen das. Gut, ich würde sagen, ich spreche dann mal den Tafelwasser-Typi. Ja. Nimm hier dieses Tafelwasser. Yay, danke. Feuer kann Eis schmelzen, Kampf kann es zerschmettern und Stahl und Gestein zermahlen es zu Staub. Stahl ist auch effektiv gegen Eis? Okay, das wusste ich nicht. Dann hätte ich doch den Köpfchen Lucario einfach Metallklaue beibringen. Tut das? Was ist der Spezialangriff nicht? Ja, wieso das denn? Ist Metallklaue stärker als Kraftwelle? Nee, Metallklaue ist 50. Na dann, es ist ja auch, physisch und nicht speziell. Ja, stimmt also, schon. Daher macht's keinen Unterschied. Aber dann hat ja Lucario quasi eine Vierfachstärke. Das ist ja mega. Hä? Na, dann ist Lucario ja gegen sowohl durch Stahl als auch durch Kampf resistent. Ich weiß gar nicht, ja, vielleicht kriegt er sogar noch weniger Schaden dadurch. Das habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Wir schauen mal. Okay. Wir lösen jetzt erstmal diese ultraschweren Rätsel. Ja, das war richtig schwer gerade. Das ich schon mal verkackt habe. Was? Ja, ich bin jetzt echt? Ich bin nach oben statt nach unten. Ah, fuck. Ich hab das halt noch so drin, weil ich das so oft gemacht habe auf dem DS und so. Ich glaube, kann das im Schlaf. So ist das wohl. So, erster Trainer. Ich bin mit der Famebitch vorne, mit einem Granitstein. Und schau mal, wie das so ist. Petsnief. Ach, wie süß. Oh Mann. Das ist süß, ja. Ich möchte das eigentlich gar nicht mit dieser Raubkatze hier töten. Petsnief! Ich finde das Pokémon cool. Ja. So, mal gucken, wie viel Schaden macht denn eigentlich... Oh, Petsnief. Alter, Petsnief wird von einem Mogelhieb schon halb getötet und dann kriegt es noch eine Juwelenkraft reingedonnert. Hm. Das ist schon nicht so nett. Was kommt bei Frigometri? Frigometri ist halt so eine Sache. Mhm. Achso, hat der 3 Pokémon? Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Er hat 3 Pokémon, ja. Ich würde einfach mal mit Playboy reinholen und mal gucken, wie viel so eine Kraftwelle einem Frigometri macht. Schon mal für die Arena da drin. Ja. Versuch's mal. Okay. Das ist übrigens dann eher. Für den Arena-Leiter meine ich. Wir hatten jetzt viele Frauen, ne? Es macht schon seine 25 Schaden. So ein Eisstrahl. Das ist schon nicht so nett. Das ist auch ein Frigometri, also nicht zu unterschätzen. Habe ich es jetzt gerade eigentlich gewonnen-hittet? Wow. Ich habe gar nicht geachtet. Ich habe es mit Kraftwelle auch gerade gewonnen-hittet, das Frigometri. Geht gut. Miep. Ja, na gut, dann muss ich mir gar nicht so viele Sorgen machen. Also, Frigometri ist halt wahrscheinlich relativ squishy. Ja, die andere hat auch noch ein Frigometri, wahrscheinlich ein bisschen. Okay. Ja, Petsnief hat es gerade auch weggekrittet. Mal schauen. Lichtschild. Bäh. Naja. Das sind relativ viele Trainer, kann das sein? Es geht, ja. Okay. Dann kann das Tafelwasser gleich mal zum Einsatz kommen. Für Playboy. Ich habe noch überhaupt keinen Schaden gekriegt. Ach, echt? Ja. Ja, ich habe halt Playboy reingewechselt, weil die Famebitch, weiß ich nicht, ob ich mit der groß... Also ich werde wahrscheinlich mit Famebitch erstmal immer das erste One-Hitten und dann mal schauen, beziehungsweise die hat hier nur das Frigometri. Ist Frigometri Geist? Oh. Warte, nein, nur Eis. Sicher? Ja, du kannst doch, pack die doch auch mal auf den anderen Bildschirm oder sowas, okay, passt. Die Liste hin. Gut, alles ich schön. So, ist Frigometri schneller als Famebitch? Nein, Famebitch outspeedet immer noch alles, sehr geil. Gut, dann, what? Kann es sein, dass Frigometri ziemlich gute Spezialverteidigung hat? Ja, ich erinnere mich da okay. An das, genau das, deswegen weil ich mit ja, Juwelenkraft hat Snobilicat gerade, naja, ein 16. abgezogen oder so.
Okay. Aber 1000. One-Hitter einfach immer noch alles. 1888. Ja. Ich verstehe die Werte von Famebitch immer noch nicht. Es hat jetzt, glaube ich, nur noch 3 Angriffe mehr als Spezialangriff. Also so ganz ausgeglichen. Ja, ja. Also richtig. Mal schauen. Alter. Okay, diesmal habe ich nicht gewone-hitted. Okay. Gelatropo steht mit einem KP noch da. Ja, gut. Gegen? Satan. Satan hat noch gar keinen Schaden gekriegt. Ja, ich weiß halt nicht, ob du es ausprobieren willst, wie viel Schaden er kriegt. Hä? Wie viel Schaden er kriegt? Naja, wenn er nicht one-hitted, kriegt er vielleicht Schaden. Ja, schon. Oh, Petsnief mit Ausdauer. Ich wollte halt gucken, ob Petsnief schneller als mein Lucario ist. Wahrscheinlich nämlich schon. Aber es wird immer noch one-hitted von Kraftwelle. Wow. Okay. Ah gut, wahrscheinlich hat Petsnief auch gar nichts an Werten. Nö, das noch nicht, glaube ich. Also ich glaube. Ich habe das nur einmal gespielt und das ist schon ewig her. Okay. Aber es ist süß. Wo gehe ich denn jetzt mal hier lang? Es ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich habe das halt wirklich, ich kann das glaube ich im Schlaf. Das ist ja nicht schlimm. Es ist auch nicht schwierig, aber... Yeah. Ich habe irgendwie, erinnere mich an... Oh, Eisstrahl, jetzt trifft mich ein Eisstrahl. Oh, das hat ja gar nichts abgezogen. Echt? Ja. Von Frigometri oder wovon? Nee, von Gelatropo. Von Gelatropo, na gut. Gelatropo ist jetzt auch nicht so das Monster. Aber Frigometri ist glaube ich schon... Ich erreiche bald Level 39. Es wird ein bisschen knapp. Ja, deswegen... Ich kann ja zum Glück Famebitch, Playboy und Hau drauf reinschicken. Sure. Und die brauchen halt alle übel viel EP. Also gerade Machomai und Lucario. Deswegen geht das schon Famebitch nicht so. So, Kraftwelle. Zack. Ich könnte mir echt überlegen, ob ich einfach mit Lucario mich hinstelle, einen Schwertanz reinhaue und dann... So, mal schauen, was Gelatropo zu einer Kraftwelle sagt. Habe ich das jetzt gerade echt falsch gemacht? Nee, wollte ich sagen. Ich dachte gerade, ich hätte das Rätsel falsch gemacht. Gelatropo stirbt auch von einer Kraftwelle, die ein Volltreffer war. Mie, Playboy, ich würde gerne gucken, wie viel Schaden du machst. Du musst das nicht alles töten. Wie geil, plus 3 KP, plus 3 Angriff, plus 3 Spezialangriff. Ja gut. Lucario. Hau rein. Ja. Ich bin gleich durch. Ich glaube, hier ist nur noch der eine Rätsel. Ich auch so. Ich muss gerade nur gucken. Wie lange ist denn der Part? Dann passt ja vielleicht der Arena-Latter doch noch hier rein. Das ist ja scheiße. Ich muss dieses Rätsel gerade mal lösen. Ich bin gerade ein bisschen ja, so ungefähr. Ah, so, okay, gut. Miep. Dass die schon Eisstrahl haben, ist schon übel. Ja, das stimmt. Ich will nämlich auch meinen. Ich will auch meinen Flammenwurf. Ja. Na gut, wir hätten bestimmt auch tolle Attacken. Bitte hör auf. Nein, das ist schön. Es ist deine Schuld. Wie gesagt, es scheint ja meine Schuld gewesen zu sein. Es scheint ja. Nein, es ist deine Schuld. Nicht ist immer. Es ist nicht immer alles meine Schuld, ja? Passt ja. Mhm. So, jetzt schauen wir mal, was die zu Karateschlag sagen. Und der Sinn hinter Karateschlag ist halt echt, dass es halt einfach Volltreffer hat mit der Schafklaue und so. Weil Machomai ist gar nicht mal so super im Angriff. Und es hat halt schildlos. Das heißt, wenn die, keine Ahnung, gefriertrocken oder sowas machen, ist halt kacke. Eher nicht. Na, erster Karateschlag hat schon mal getroffen. Ach, schön. So, ich bin jetzt fertig und gehe, glaube ich, ins Pokémon Center. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben jetzt 14 Minuten. Ein paar Beendnisse kurz, aber Arena-Kampf noch einmal. Wow, ja. Gelatropo hat auch gerade mit einem Fitzelchen überlebt. Also, ja, nee. Ich glaube auch. Gut, das heißt aber, wenn Haut drauf vielleicht einen Level-Up kriegt, ist es vielleicht ganz tot. Wer weiß. Okay. So, ich glaube, ich habe noch einen Trainer vor mir. Ich habe irgendwie, bin gerade paranoid, habe Angst, dass ich mit Outer City nicht aufgenommen habe. Ach, mir. Das kann nicht sein, ich habe die ganze Zeit. Ich
finde das immer bei Pandoria irgendwie süß, weil sie alle 2 Minuten immer, nehme ich auf. Ja. Das ist manchmal ein bisschen... Die Stimme ist gerade nicht so... Nee. Möchte gerade nicht so. Die Stimme ist mir... Nee. Ich finde, du klingst super. Das freut mich. Lisa, warum sagst du das denn jetzt so? Ja, es ist alles schön. Du klingst jetzt irgendwie so gestellt. Nein, ist alles gut. Ich gerade nochmal gehustet. Freut mich. Ja, naja. Die Sache, wenn ich davon ausgehe, dass Hau drauf eine Eisattacke überlebt, dann kann ich ja einfach Vergeltung machen und das ist auf jeden Fall auf so gut wie alles ein One-Hit. Warum sollte der das nicht überleben? Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ist doch nicht sehr effektiv. Ich bin vorsichtig. Ich bin auch vorsichtig. Ja, ist ja richtig. Ich habe nur keine Alternativen anderen als draufhauen. Hau kaputt ist auch so komisch, was das angeht. Plus 3 KP und ansonsten plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Plus 2, plus 2. Und so. Kann ja mal sein, jetzt bei dem Level Up. So, ich überlege, ob es jetzt noch so klug war. Ich wollte nämlich vielleicht das erste De La Troppo mit Gisbert besiegen. Eben, mit einem Nahkampf, das auf jeden Fall one-hitten wird. Oder der auf jeden Fall one-hitten wird und dann rauswechseln. Ist die Frage. Aber ich könnte nämlich De La Troppo und Frigometri beide töten damit. Und dann einfach Sapan in Siberio reinholen. Ist nur die Frage, möchte ich das noch? Ich bin mir nicht gar nicht so sicher. Ich habe dann eben eine Runde vertan. So, ich bin übrigens auch fertig. Und habe eigentlich volle Pokémon. Ja, geht trotzdem ins Pokémon Center. Wir machen den Kampf nicht mehr hier rein. In dem Part habe ich so beschlossen. Ach so, okay. Nein, es ist ja fast 20 Minuten. Naja, 17:30. Ja, das ist doch, das passt doch. Haben wir jetzt doch lang genug noch gelabert. Das naja, ist, da wir den Leuten da jetzt die ganze Zeit irgendwelche 40 Minuten Parts um die Ohren geschmissen haben. Müssen wir ein bisschen wieder normal. Ja, ja, richtig. Ja. Mhm. Hast schon recht. Gut, okay. Aber ich sehe jetzt gerade, Satan hat irgendwie kaum Verteidigung. Ja. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, kaum Verteidigung. Ja, so solltest du es vielleicht nicht in einem Eiszapfhagel von einem Siberio drin lassen. Ja, genau. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so klug, die ersten beiden Pokémon mit Gisbert zu töten. Ja, wahrscheinlich kommt der Siberio rein. Als zweites. Als zweites schon. Na, wer weiß. Gut, wir beraten uns noch ein bisschen. Ja. Und... würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part bei Sandro. Ich habe ein wenig Angst. Okay. Wollen wir dann gleich bei Sandro dann starten, oder? Ja. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal bei Sandro. Okay, bis dahin. Ciao, Leute.